Moin Leute, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Heute nehme ich euch wieder mit. Heute ist der Tag der Tage. Mal gucken, ob das heute fest wird mit der Wohnung. Ich hatte ja schon im letzten Vlog davon gesprochen und hatte auch gesagt, dass sich so ein bisschen was verändert. Jetzt ist es soweit. Ich muss mal schauen, ob wir das festmachen können. Und ich nehme euch wieder wie immer mit. Mal gucken, ob ich diesmal ein bisschen filmen kann. Ansonsten halte ich euch dann auf dem Laufenden, wenn es soweit ist, dass ich euch dann mitnehmen kann. Ich würde sagen, wir legen erstmal los und starten den Wagen. Ich bin jetzt angekommen, hier wieder in Stralsund, werde jetzt gleich mal losgehen und gleich mal gucken, ob das alles so Nano kommt, wird hell. Ob das alles so funktioniert, dass ich vielleicht den Vertrag unterschreiben kann und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Bis gleich! Ich bin zurück, vom Termin hat alles geklappt, Unterschriften sind geleistet. Das heißt, jetzt kann es dann weitergehen mit dem neuen Projekt bzw. mit dem neuen Vorhaben. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Und werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Leute, ich bin nochmal schnell losgefahren, habe mich nochmal kurz umgezogen. Ja, Hemd aus, Pulli an, sonst ein bisschen overdressed. Ich muss jetzt noch ein bisschen was besorgen, noch zwei, drei Kartons besorgen. Einfach weil die Hühner, die ihr schon aus meinen anderen Videos kennt, die werden umziehen. Und da brauche ich halt ein bisschen was, um sie zu transportieren. Das ist nicht weit, aber trotzdem möchte ich sie so ein bisschen in einen großen Karton reinsetzen, einfach damit es nicht so aufregend und so stressig für die ganzen Tiere sind. So Leute, ich habe jetzt alles erledigt, bin jetzt schon wieder auf dem Weg nach Haus. Hab jetzt zwei große Kartons mir besorgt. Da wird dann nachher alles schön vorbereitet. Da können die Tiere dann schön rein, ohne dass es ihnen schlecht geht. Und ich würde dann sagen, das war's für heute. Aber halt, oh, da sehe ich gerade noch was. Was haltet ihr eigentlich davon? Hier, da. Habt ihr gesehen? Treibjagd. Was haltet ihr davon, von diesem Thema Treibjagd? Muss das sein? Müssen die Tiere bejagt werden, durch den Wald getrieben werden von Treibern und den Hunden, um dann auf offener Flur abgeschossen zu werden? Ich habe da meine ganz persönliche Meinung, zumal gerade vor gar nicht allzu langer Zeit ein schwerer Unfall auf dieser Treibjagd passiert. Es ging durch die Medien, so von wegen Keiler angeschossen, hat Jäger verletzt, Jäger gestorben.
Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, das soll mal heute so ein kurzer Vlog gewesen sein. Hat ja damit angefangen, dass ich heute Vormittag den Termin hatte mit dem neuen Mietobjekt. Und dann jetzt Vorbereitung treff, einfach weil die Tiere, ja, ich sag mal, abgeschafft werden müssen, weil es nicht anders geht in der nächsten Zeit und ich da jetzt noch ein bisschen was organisieren musste. Wenn euch der kurze Vlog gefallen hat, Daumen nach oben, wie immer, wäre cool, schreibt was in die Kommentare unten rein, empfehlt uns weiter, schaut auch unsere anderen Videos. Ich sage in diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, bye!